Herzlich willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3, 9. Folge. Seneca, der wird zwar jetzt hier nicht vorkommen im Spiel, nehme ich an. Ich weiß ja nicht, was kommt, aber ich gehe davon aus, dass Seneca nicht vorkommen wird. Aber ich werde ein bisschen was über ihn erzählen, damit wir auch tatsächlich über den Stoizismus reden und nicht nur das praktisch ausprobieren. Aber bevor wir irgendwas anderes machen, holen wir das, was wir beim letzten Mal, habe ich ja da oben, ne, das ist, wo man vom Dach runterspringt, da habe ich diesen Leichnam da vom Ast geschnitten und er ist runtergefallen. Das stellt sich aber raus, dieser runtergefallene Leichnam überlebt das Sitzen am Bonfire nicht. Er hängt jetzt wieder oben. Das heißt, wir müssen hier einmal... Boah, das sieht fast aus, als läge der da schon. Mal gucken, was passiert. Na, machst du wohl. Vorbei. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Naja, das sieht gar nicht gut aus. Okay. Das Spiel hat den Leichnam zwar wieder nach oben befördert, aber er hängt offensichtlich nicht mehr am Seil, sondern liegt jetzt da. Das heißt, um ihn zu holen, müsste man da jetzt wieder raufgehen. Da habe ich jetzt aber überhaupt keine Lust zu, deswegen verschieben wir das auf später. Gut. Dann eben kein Leichnam. So, jetzt haben wir die zwei Optionen, wie gesagt. Wir können entweder in den Turm gehen und runterspringen und sehen, wie es weitergeht, oder unten diesen einen Gegner platt machen oder das versuchen. Ich neige gerade ein bisschen dazu, das vom Aufzug abhängig zu machen. Okay, der Aufzug will nach oben, dann gehen wir. Hier ist die Station. Exzellent. Dann springen wir wieder aufs Dach. Ja, Seneca. Seneca der Jüngere, genauer gesagt. Sein Vater war Seneca der Ältere. War ja eine schöne Tradition im Römischen Reich, dass die Väter ihren Kindern denselben Namen geben, damit man möglichst so eine Kontinuität erzeugt, sollte das wahrscheinlich bewirken. Und das Gefühl hat, dass das einfach immer so weitergeht, obwohl es immer neue Leute sind. Seneca der Jüngere ist ungefähr ums Jahr 0 geboren. Man weiß es nicht so genau, wie so oft in der damaligen Zeit. Die späteren Daten, als er wichtig geworden ist, als er politisch wichtig geworden ist, die sind natürlich belegt, weil es da dann Geschichtsschreiber gibt, die sowas notieren und ich nehme an, auch Senatsakten. Ich gehe da natürlich nicht aus, aber da wird es allerhand Unterlagen geben. Aber wann er genau geboren ist, weiß man nicht. Aber wie gesagt, so ungefähr ums Jahr 0. Und auch, also erstens gar nicht in Italien, ganz interessant, sondern in Córdoba, in Spanien, das natürlich zum Römischen Reich gehörte, und war auch römischer Bürger, kein Spanier. Kein Beherrschter, sondern Teil der Herrschenden. Aber eben nicht in Rom, oder also nicht mehr in Italien geboren. Sondern in Córdoba, und die Familie zu der Zeit war die Welt offensichtlich noch eine kleinere. Die Familie enthält auch einen älteren Bruder von Seneca, der in der Bibel vorkommt. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Was ist denn jetzt passiert? Achso. Sind die Käfige hier wieder runtergefallen. Und zwar in der Apostelgeschichte. Also diesen... diesen Missionierungserzählungen, die sich an die Leidensgeschichte Jesu anschließen. Da kommt irgendwann Paulus in Korinth an und wird dann von den dortigen Leuten für seine neue Religion, die er da vertritt, angegangen. Und ein relativ unparteiischer römischer Richter beurteilt den Fall. Und dieser Richter ist der ältere Bruder von Seneca. Jetzt sind schon alle meine ersten Flaschen weg. Wir sind nicht mehr hier aus dem Haus gekommen. Nicht gut. Nicht gut. Cleanse the bastards curse.
gar nicht gut. Nicht zu sagen schlecht. Ich habe einen aktiven Ember. Ja, da werden wir wohl nochmal machen müssen. Vielleicht mit. Vielleicht ist das philosophische Gerede doch keine so richtig gute Idee. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 hör auf! Lass mich in Ruhe. Ah, das gibt's doch nicht! Das war knapp. Okay. Ich habe kein Estus mehr. Na doch, wieder eins. Hat wieder aufgefüllt. Okay. Huch. Okay. Eine interessante Erinnerung daran, dass in diesem Spiel nichts leicht ist. Jemals. Auch wenn man es schon mal gemacht hat. Auch wenn es beim letzten Mal nicht so schwer war. Zackebu. Und das Problem ist jetzt natürlich, wir kommen nicht zurück. Ich bin jetzt hier instinktiv in diese Richtung gerannt, weil ich dachte, von da komme ich ja, da muss ja irgendwo ein Bonfire sein, aber hier ist ja keins. Außer ich habe jetzt vielleicht nochmal einen Versuch wert, hier was zu finden. Es sei denn, man kann vielleicht hier irgendwo runterspringen, aber das sieht zu weit aus. Nee. Also da drüben übrigens müsste irgendwo dieses Goodie sein, das wir gerade nicht bekommen haben. Ja, da unten ist es. Wenn das von hier aus unten ist, dann braucht man hier runter zu springen, gar nicht erst zu denken. Hier kommen natürlich irgendwann Häuser, auf die man springen kann. Ah, das ist alles sehr unschön. Bleiche Zunge. Ja, Senecas Bruder. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, jetzt weiter zu erzählen und mich noch mehr abzulenken. Das kann eigentlich nur böse enden, aber ich mache es jetzt trotzdem. Senecas Bruder war, wie gesagt, dieser Richter. Das heißt, Seneca war von Geburt an in einer Familie, die später mal in der Bibel auftauchen wird, was damals natürlich noch nicht viel bedeutet hat, aber aus heutiger Sicht quasi super elitär ist. Über die ersten Jahrzehnte seines Lebens wissen wir dann relativ wenig. Er war wohl wirtschaftlich sehr erfolgreich. Ich glaube, einige Leute bezeichnen ihn als so eine Art Investmentbanker. Er war auf jeden Fall wohlhabend. Er ist rumgekommen. Er war in Ägypten, also in Spanien geboren, wie gesagt. Ist dann nach Ägypten für eine Weile gezogen mit seiner Familie. Und dann irgendwann in Rom gelandet, wo er Karriere gemacht hat. Vermutlich auf der Basis der angehäuften Reichtümer, wie das halt so ist. Und im Zuge dieser Karriere dann irgendwann mit dem Imperator Claudius aneinander geraten ist. Beziehungsweise als der Imperator wurde, gab es Intrigen gegen ein paar Leute, unter anderem Seneca. Achso, was ich probieren wollte, ist, ob das Große da vielleicht in der Mitte ein Bonfire ist, doch. Das ist alles wieder wenig zielgerichtet und viel rumgerannt, aber das ist eventuell ja den Versuch wert. Müssen wir einfach nur ein brennender Haufen. Nichts versteckt. Interessanterweise ist jetzt das Feuer ausgegangen. Okay. Ja gut. Oder vielmehr nicht so gut. Also vor allem deswegen nicht so gut, weil jetzt natürlich, wenn wir gleich an diesen Turm kommen, schon wieder die Health alle ist und es deswegen wieder schwierig sein wird, da runterzuspringen. Und wie gesagt, ein aktiver Ember. Die Seelen sind nicht so schlimm, es sind ja nur 4.500, aber der aktive Ember, das wäre schon schade drum. Außerdem ist hier, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auch noch einer von diesen Clerics. Ja, ich höre ihn schon. Das wird alles nicht klappen. Ja, da hilft nur
Homewood Bone raus und das Ganze noch ein bisschen sorgfältiger machen. Ah, nein, 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 nein! Ah, meine Güte. Die Sorglosigkeit der Jugend. Also, kann man mir nicht vorwerfen. Ist lang her, aber Sorglosigkeit kann man mir vorwerfen. Ja, also Claudius, beziehungsweise, soweit ich das verstehe, die Frau von Claudius hat sich dafür eingesetzt, dass Seneca zum Tode verurteilt wird. Und Claudius, der Kaiser Claudius, hat das dann umgewandelt in einen Rausschmiss, also ins Exil geschickt werden. Da ist alles sehr, sehr ziellos, was ich hier gerade mache. Das hilft nicht. Ich habe zwar überhaupt keine Lust, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Wir müssen das Ganze nochmal machen und diesmal darauf achten, dass wir das Estus nicht verlieren. Das ist unfassbar, durch wie viele Hindernisse man da durch muss. Und dann ist ja immer noch kein Bonfire. Dann sind wir erstmal am Fuß dieses Turms. Also ich hoffe mal, dass dann direkt da das Bonfire ist, weil sonst wird es selbst mit Sorgfalt eng. Denn da sind ja schon einige etwas haarige Gegner auf dem Weg dahin. Man könnte natürlich mal versuchen, strategisch an denen vorbeizurennen. Also sie kommen zu lassen und dann, wenn sie gerade den Angriff fahren, zu sprinten. Das Exil, in das man Seneca geschickt hat, war auf Korsika. Das ist für uns heute eine Urlaubsinsel, aber damals war das, glaube ich, vor allem verglichen mit den Metropolen und dem Zentrum des Römischen Reichs, schlimmste Provinz. Und da hat er dann 8 Jahre verbracht, bis Claudius, ich weiß nicht, was mit seiner ersten Frau passiert ist, Messalina, die das Ganze wohl irgendwie so mit angezettelt hat, dieses ins Exil geschickt werden. Aber jedenfalls hat Claudius dann Agrippina geheiratet, Agrippina die Jüngere genauer gesagt, die hier eine weitere Querverbindung, neben der Bibel gerade schon, die geboren worden ist in einer Siedlung im germanischen Teil des Römischen Reichs damals und die dann nach ihrer Heirat zu Claudius durchgesetzt hat, dass die Siedlung umbenannt wird in Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Das heißt so viel wie claudische Kolonie im Tempel der Agrippina. Ah, das begrüße ich. Komm, fall du doch auch noch runter. Ich würde die Dinge vereinfachen. Ja, sehr gut. Geht doch. Also die Agrippina ist in Köln geboren worden, mit anderen Worten, und hat, die ist ja auch in Köln sehr bekannt, weil sie eben für die Stadtwerdung ihrer Geburtsstadt Köln sich eingesetzt hat. Also Stadtwerdung im rechtlichen Sinn, dass das eine römische Reichsstadt quasi wird und damit besondere Verwaltungsrechte, ich kenne mich da auch eher nicht aus, besondere Verwaltungsrechte bekommen hat. Ja, also das ist die Querverbindung zur Gegend hier. Ich bin ja nicht in Köln, aber in Solingen, das ist nicht so weit entfernt. Und Agrippina hat sich dafür eingesetzt, dass Seneca zurückgeholt wird. Und er kam dann 49 zurück aus dem korsischen Exil und hat dann, jetzt habe ich meinen Absprung verschlafen, es ist dieses Reden, das wird noch ein böses Ende nehmen. Der Sohn von Claudius und Agrippina, ach du Scheiße, zu früh abgesprungen. Brauchte einen Tutor und dann hat sich Agrippina und Claudius haben sich entschieden, unter anderem Seneca als Tutor für diesen Sohn einzusetzen und der Name des Sohns war Nero. Also Seneca hat dem späteren Kaiser Nero in der Jugend die Flötentöne beigebracht. Seneca war zu dem Zeitpunkt schon praktizierender Stoiker, das hat er in seiner Jugend selber gelernt. Wie gesagt, wissen wir ja, Nero wird Imperator. Nero ist ja vielleicht einer der berühmtesten römischen Kaiser. Wegen dieser ganzen Geschichten, die sich um ihn ranken, wegen des Brandes,
einem Leierspiel, während die Stadt brennt, die er ja angeblich auch angezündet haben soll. Die ersten 5 Jahre, also er gilt ja auch so ein bisschen als irre, so wird er ja auch in den historischen Filmen gerne mal dargestellt. Es ist aber historisch so, dass die ersten 5 Jahre von Neros Herrschaft sehr positiv verlaufen. Und er... Lass mal gerade kurz besinnen, wie kommen wir hier nochmal raus? Sollen wir nach draußen? Ich bin ein bisschen geneigt, an den beiden Kaspern ja einfach vorbeizubrennen. Vielleicht zu gefährlich mit den 3 Typen da unten, oder? Verlust. So, endlich sind wir wieder an der Stelle im Turm. Jetzt, jetzt ist auch eine Nachricht hier auf dem Absatz. Ich vermute sehr stark, dass man hier einmal hier überspringt. Nein, Spiel. Du nervst. Okay, ein weiteres Mal. Kommen wir zurück zu Nero. Nero hatte die ersten 5 Jahre, waren sehr positiv. Unter anderem wahrscheinlich auch wegen der Beratung durch den Stoiker Seneca, der ihn, da komme ich gleich zu, wenn ich ein bisschen über die Werke Senecas, die alle sehr fast Karikaturen von stoischer Philosophie als Titel haben. Und erst später wird Neros Herrschaft dann so ein bisschen merkwürdig. Es gibt dann tatsächlich diesen großen Brand, aber es ist wohl sehr umstritten, ob Nero den tatsächlich gelegt hat, also unter Historikern. In Rom war man sich damals leider relativ einig. Die Stimmung kippte sehr gegen Nero, daher kommen auch die Gerüchte, aber unter Historikern ist es sehr umstritten, ob das überhaupt stimmt. Er war auf jeden Fall, war Nero nicht in Rom, das heißt die Geschichte, dass er da das Feuer aus dem Fenster betrachtet hat und dazu mit der Leier gespielt hat, ist auf jeden Fall Quatsch. Kann gar nicht sein. Und wie gesagt, es gilt, glaube ich, als eher wahrscheinlich, dass er das Feuer nicht gelegt hat. Aber weil man ihn beschuldigt hat, suchte er Sündenböcke und, so wie ich die Sache verstehe, gehen darauf die Christenverfolgungen zurück. Die hat denen alles in die Schuhe geschoben und sie dann Geschäft. Und ich bin jetzt natürlich bei weitem nicht genug in der römischen Geschichte drin, dass ich wüsste, wie das alles einzuordnen ist. Soweit ich das sehe, gibt es Leute, die da Meinung sind. Dieser Aufzug nervt. Das gibt's doch nicht. Immer in die falsche Richtung. Ärgerlich mühsam. Also, das ist jetzt auch wieder so ein Aspekt, das ist eine ganz neue Sorte Frustration jetzt. Gar nicht gegen Monster kämpfen und verlieren, sondern jetzt einfach mal diesen Ember eingebüßt, weil es so anstrengend ist, bis darüber zu gelangen überhaupt erstmal. Okay, diesmal bin ich jetzt keine Health verloren beim Abspringen. Und überhaupt erstmal an die Stelle zu kommen, wo man das wieder probieren kann, ohne dass da überhaupt ein Gegner beteiligt. Ah ja gut, nicht keiner, aber nicht maßgeblich beteiligt ist. Sie stehen eigentlich nur im Weg, die Gegner. Puh. Da ist auch ein bisschen unattraktiv, den Ember jetzt verloren zu haben, weil der irgendwie nur auf der Kante von diesem Absatz da aufgekommen ist. Mal runterspringen, das ist... Puh. Ja. Es ist, wie es ist. Ja.
Das ist doch nicht schön. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel... Ich meine, ich habe natürlich, wie gesagt, viel Quatsch dabei. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich jetzt hier damit zubringe. Einfach immer wieder an dieselbe Stelle zu rennen, an der wir schon waren. Einfach nur, damit es mal einen Millimeter weitergeht. Und wieder Health verloren. Okay. Ja, gut, der Amber ist futsch. Das war ja zu erwarten. Müssen wir mit Anlauf machen. Nein! Ah! Du. Gute Güte. Ja, da, das sind die Momente, in denen der Spielmechanismus auch am nervigsten ist. Weil es ist jetzt nichts interessant daran, rauszufinden, wie dieser Springmechanismus funktioniert. Ich weiß auch eigentlich, wie er funktioniert. Man hat nur auch überhaupt nicht genug Anlauf. Man muss ja, ich probiere das gerade, man muss 2, 3 Schritte machen, bevor man überhaupt in das Tempo kommt, in dem man springen kann. Und dann ist man aber ja schon am Abgrund. Das heißt, das ist vollkommen sinnlos schwer, darunter zu springen. Unsinnige Schwierigkeit. Das haben sie auch im ersten Spiel ein paar Mal gemacht. Das legendärste Element dieser Art ist ja der Capra Demon, wo ein riesiger Boss und 2 Hunde in einen winzigen Raum gequetscht sind. Und sobald man den Raum betritt, fangen alle 3 an, einen anzugreifen. Wenn man da zum ersten Mal reinkommt, hat man überhaupt gar keine Chance. Das ist vollkommen unmöglich, diesen Kampf beim ersten Mal zu gewinnen. Egal, wie vorbereitet man ist, man wird einfach massakriert. Und selbst wenn man dann weiß, was passiert, ist es sehr, sehr mühsam und nicht interessant. Das ist so ein bisschen künstlich Schwierigkeiten erzeugen. Bisschen schade. So, jetzt wollen wir mal einen anderen Ansatz. Einfach mal direkt durchrennen. Das geht. Oh, natürlich zielt der direkt auf mich. Das ist wirklich eine Stoic Challenge jetzt, weil jetzt weiß ich wieder nicht, in welchem Zustand der Aufzug ist. Ich bin natürlich auf dem Weg nach oben abgesprungen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass der in dem Zustand bleibt, in dem ich ihn zurücklasse. Wenn er in dem Zustand bleibt, fahre ich jetzt nach unten, wenn ich drauf springe. Aber das letzte Mal, als ich das angenommen habe, ist er mir dann weggefahren nach oben. Ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Ah, okay. Immerhin. Ja, Nero, der von Seneca ausgebildet war, wurde dann sehr umstritten als Imperator. Nein! Das ist doch alles nicht wahr. Oh, ist das bitter? Ist das eine bittere Folge? Gut. Es ist bislang noch nichts Interessantes passiert. Und ich bin 2-mal mit Verlust gestorben. Einmal an Ember und jetzt auch noch alle Seelen. Das sind die Momente, in denen man sich dann tatsächlich fragen kann, warum spiele ich das eigentlich? Wie gesagt, es ist noch nichts Interessantes passiert. Und stattdessen passiert dann warum sowas. Schon wieder hier ein Drittel meiner Healthbar weg. Eieiei. Man wird geprüft. Das Ganze endet, um den Begriff Biografie-Teil von Seneca noch zu Ende zu bringen. Leider auch tragisch. Also Seneca, der...
Das darf doch nicht wahr sein. Nein! Und da waren es wieder nur noch 4 Estusflaschen. Ach du meine Güte. Ich merke gerade, da bin ich gerade echt nur sehr wenig in der Stimmung für. Oh, geh, 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 nein! Nein! Ich muss gestehen, ich finde es auf eine Weise auch sehr lustig. Oh. Aber doch auf eine sehr nervige Weise. Mein lieber Scholli. So, der Aufzug ist wohin gefahren? Der Aufzug ist nach oben gefahren, als ich runtergefallen bin. Das heißt, ja. Ist das ein Wahnsinn. Bin mal gespannt, ob ich in dieser Folge noch, auch noch einen Zentimeter Fortschritt mache. Bislang sieht es ja nicht so aus. Ja, das Ende. Das Ende ist, dass Nero im späten Teil seiner Herrschaft zunehmend paranoid wurde. Und dann nach einem gescheiterten Putschversuch einer Verschwörerbande Seneca der Verschwörung mitbeschuldigt wurde und dann endgültig zum Tode verurteilt durch Selbstmord. Da wüsste ich auch gerne mal mehr drüber, ob das irgendwie eine Ehrerbietung für besonders mächtige Leute, also ich meine, das war ja auch sein Jugendlehrer quasi, vielleicht war das auch einfach persönliches Wohlwollen, weiß nicht, wie man das so nennen kann, aber dass er nicht hingerichtet wird, sondern dass er den Auftrag bekommt, sich selber hinzurichten. Das ist ja nicht, er hat ja nicht die Wahl, aber er kann sich selber umbringen. Und das ist im Jahr 65 nach Christus passiert dann dieser Selbstmord und das hat was von Rasputin. Rasputin ist ja auch legendär, weil er irgendwie da nicht im Selbstmord, aber mit. Okay, mal kurz hier aufhören zu reden wieder, weil das darf jetzt nicht schief gehen. Nein, 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 nein. Oh Gott, 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 oh Gott. Das ist doch. War. Oh, das war auch nicht schlecht knapp. So, jetzt habe ich aber die Faxen dick hier. Das muss doch eigentlich, muss man doch hier einfach runterrollen können. Auf diesen Vorsprung. Das gibt's doch nicht. Oder vielleicht, wenn ich von hier an aufnehme. Himmel, Himmel, Himmel. Okay, jetzt bitte ein Bonfire, sonst. Klamotten. Für Klamotten habe ich das jetzt aber nicht alles auf mich genommen. Wo ist denn das versteckt? Chloron Theoring. Was tut der nochmal? Den gab es auch im ersten Teil schon. Wo sind denn die Dinge? Ganz hinten. Selbstverständlich. Stamina Recovery Speed würde ich ganz gerne benutzen, eigentlich darf ich aber nicht. Doch, darf ich. Sehr gut. Okay, das ist schon mal gut. Und jetzt bitte ein Bonfire, aber schnell, zackig. Surprise the Sun. Ah,
Gods are praised the sun. Kryptische Nachrichten. An kryptischen Nachrichten wird nach wie vor nicht gegeizt. Noch eine Stelle, an der man runterspringen muss. Jetzt ist dann aber auch mal genug. Ich fände jetzt eins. Das sind Gegner. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, ich habe noch zwei Estusflaschen. Ich habe noch eine Estusflasche. Eieiei. Gib mir. Moment mal. Ach du Scheiße. Okay. Also das ist insofern interessant, als ich jetzt verstanden habe, warum das so schwer war. Das ist aber auch sehr enttäuschend, denn wir sind jetzt hier an dem Tor, das zum Rotted Greatwood geführt hat. Das heißt, wir haben einfach nur einen Kreis gemacht. Dieser ganze Ausflug, deswegen ist das auch so ein Gefissel und Gefrissel, geht nur um den Chlorinthy Ring, der ja auch tatsächlich... Das ist ja auch nicht nichts. Der Chlorinthy Ring beschleunigt die Stamina Recovery. Man sieht das an den drei kleinen grünen Pfeilen da unten an der Statuszeile. Das heißt, ich kann jetzt... dieser grüne Balken fühlt sich sehr viel schneller auf. Was bei Kämpfen einen großen, großen Vorteil hat. Alle droppen sie gerade was. Rubbish. Alle droppen sie gerade was. Aber das heißt, die ganze Übung gerade hat uns tatsächlich kein Stück weitergebracht, außer eben das jetzt dieser Ring. Und der ist ja auch dauerhaft gewonnen. Den kann man nicht mehr wegnehmen. So, das habe ich jetzt davon, dass ich die beiden gerade nicht erledigt habe. Die marschieren jetzt hier noch. Ja, mit einer Estusflasche brauche ich da gar nicht anzukommen. Hm. Uiuiui, das ist eine fruchtlose Folge vor dem Herrn. Gut, schließen wir das Kapitel Seneca mit seinen Werken noch ab. Also wie gesagt, er wurde von Nero dann zum Tode verurteilt. Bevor wir zu den Werken kommen, noch das schnell zu Ende erzählt. Und was ich gesagt habe, wie Rasputin ist ja irgendwie erschossen, vergiftet, verbrannt, ich weiß gar nicht, auf unzählige Arten haben seine Mörder versucht, ihn zu töten und das jeweils nicht geschafft. Ich glaube, von der Brücke wurde er geworfen und für tot erklärt und ist dann aber nochmal aus dem Fluss gekrochen. Und so ähnlich war das bei Seneca auch oder wird zumindest von späteren Geschichtsschreibern so erzählt. Ob das stimmt, wer weiß, ist ja alles auch lang her. 65 nach Christus, wie gesagt. Er hat sich die Adern geöffnet, die Venen, mehrere Venen geöffnet, wie das wohl so üblich war bei Selbstmordaufträgen von Kaisers Seite. So habe ich das jedenfalls verstanden. Das hat aber nicht funktioniert. Der spätere Geschichtsschreiber sagt, da war er zu alt für, da kam nicht genug Blut, dass er ausblutet. Und das wurde dann sehr schmerzhaft natürlich. Und dann hat er versucht, sich zu vergiften angeblich. Das ging dann aber auch schief. Und dann hat er sich in ein warmes Bad gelegt, in der Hoffnung, dass das das Ausbluten beschleunigt. Und da soll er dann, wenn ich das richtig verstanden habe, an den Dämpfen erstickt sein. Das macht alles mittel viel Sinn für meine Ohren. So steht es geschrieben. Unglaublich, so steht es geschrieben. Das ist so das Zufallselement in diesem Spiel, dass man immer wieder dasselbe macht und immer wieder was anderes passiert. Jetzt sind diese beiden gekommen, während der Cleric abgetigert ist. Ganz oft sind ja auch alle vier einfach gegangen. Oder fünf, oder wie viel das insgesamt sind mit dem Hund. Sind es fünf. Ja. Jetzt haben wir dieses Problem hier wieder. Schon wieder beide auf mich aufmerksam gemacht. Nicht günstig. Das ist natürlich dann doch gut. Komm. Spring runter! Einen alleine können wir einfach stehen lassen. So, jetzt ist Seneca also tot.
Jetzt, wo Seneca tot ist, können wir uns sein Werk betrachten, so wie das mit vielen Künstlern ja gemacht wird. Die frühen Werke von Seneca, wie gesagt, 40 Jahre lang weiß man wenig über sein Leben und womit er sein Geld verdient hat. Er hat wohl viel Geld verdient. Die kennt man die wenigsten. Aus Korsika hat er dann zwei Trostschriften, nennt man die, glaube ich. Zwei quasi Kondolenzbriefe an Freunde und Verwandte von ihm geschrieben. Aber die wichtigen Werke von Seneca, ich hole hier gerade mal meine Liste, weil das ist zu schön. Ich lese einfach mal die Titel der Reihe nach vor. Das ist Über die Güte, Vom glücklichen Leben, Die Zurückgezogenheit, Über die Ausgeglichenheit der Seele, Über Wohltaten, Von der Kürze des Lebens und Die Unerschütterlichkeit des Weisen. Das ist geradezu unerträglich klischeehaft, in sich ruhend, weise, verströmt, diese ganze, das, was man so mit Stoizismus assoziiert. Und das ist jetzt nicht in der Auswahl, das sind seine wichtigen Werke. Die heißen tatsächlich einfach alle so. Und damit war er auch über Jahrhunderte weg stil- und inhaltlich prägend. Bis heute hier zu dieser Dark Souls-Eskapade. Wenn er das gewusst hätte, hätte er wahrscheinlich nicht so recht gewusst, was er davon halten soll. Aber er wusste es ja zum Glück nicht. Eieieiei. Du bist ein bisschen unerfreulich. Nein. Nicht schon wieder. Nein. Das ist echt. Puh, die stoischen Götter erproben mich. Das ist ein Fortschritt im Millimeterbereich heute. Ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll. Der hat so viele Angriffe auf einmal, dass Blocken nicht funktioniert und Ausweichen nicht funktioniert. Gegenangriffe schon gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ich habe noch gar nicht bemerkt, dass der irgendwann aufhört anzugreifen. Das ist ja bei vielen Bossen bei Dark Souls, das ist jetzt kein Boss, das ist ja mehr so ein Mini-Boss. Aber bei vielen von den großen Bossen ist ja die Strategie, dass man sie ihren Angriff machen lässt. Und dann, wenn sie sich verausgabt haben, kann man zum Gegenangriff übergehen und ein, zwei Mal treffen und dann weicht man wieder aus oder blockt, was die veranstalten, solange bis sie wieder fertig sind mit ihr. Aber der sieht jetzt nicht so aus, als würde der schnell fertig. Vielleicht sollte ich den Rat befolgen, der da in der Botschaft stand. Da stand ja was von Dash. Und an dem nervigen Typen einfach mal vorbeirennen. Das hat natürlich die Gefahr, erstens, dass er hinter mir herkommen könnte. Und zweitens, dass wenn ich dann da unten irgendwie sterbe, die Seele Cleric hier nicht aufmerksam geworden, das darf doch alles nicht wahr sein. Das ist. Ja, komm, noch einen Schritt. Jetzt ist aber ein gutes Spiel. Also ich bin mir bewusst, dass ich mich hier, was den Stoizismus angeht, nicht mit Ruhm bekleckere. Aber das ist jetzt auch wirklich mal eine echte Herausforderung, weil, wie gesagt, nichts davon ist interessant. Alles kennen wir schon. Und es will einfach nicht vorangehen und klappen. Immerhin hat sich der jetzt wieder da ins Abseits befördert. Das ist ja immerhin ganz erfreulich. Dann sind wir jetzt an diesen beiden Blödsinnskameraden vorbei. So. Ja, mit Strategie. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ganz interessant an Informationen zu den Werken übrigens noch. Das Werk über die Barmherzigkeit hat er für Nero geschrieben, als der Kaiser wurde. Vielleicht, weil er schon geahnt hat, dass Nero ein bisschen zur Unbarmherzigkeit neigen könnte. Er kannte ihn ja dadurch, dass er sein Jugendlehrer war, sehr gut.
Man kann sich jetzt natürlich fragen, inwieweit die ersten 5 erfolgreichen Jahre von Neros Kaiserherrschaft auf diese Beratertätigkeit und auf dieses Buch zurückgehen. Das ist wahrscheinlich eine müßige Frage. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass er das geschrieben hat. So, jetzt versuchen wir das doch mal an dem Vorbeikommen einfach. Das ist ja eh nicht viel. Nicht so aus. Mein lieber Scholli. Aber so auf den letzten Zentimetern doch noch ein bisschen Fortschritt gemacht. Jetzt sind wir hier an einem Bonfire. Das hatte interessante. Dann kriegen wir vielleicht auch noch was Neues hier vorgestellt. Ich habe es nämlich zwischendurch geschafft, hier mal meine magischen Fähigkeiten zu aktivieren. Oder nicht so? Du kannst doch gar nicht durch diese Tür. Du Wicht. Das ist, glaube ich, was, was man in Dark Souls-Spielerkreisen Cheesen nennt. Den Gegner zu Tode käsen. Weil man mehr oder weniger gefahrlos. Okay, jetzt ist leider leer. Aber, also ich könnte ihn jetzt mit Pfeil und Bogen erledigen, aber ich gehe mal davon aus. Problem ist jetzt natürlich, dass ich das Bonfire noch nicht aktiviert habe. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal sterbe. Ja. Das ist mir jetzt so viel, wie hier schon schiefgegangen ist in der Folge. Ist mir das zu blöd. Jetzt wird er zu Ende gecheased. Ich sehe gerade, dass das gar kein Hund ist, sondern eher eine verwachsene menschliche Figur auf 4 Beinen. And there we go. Das Irithyll Straight Sword. Immerhin gibt es ein ordentliches Loot-Item. Mal gucken, ob das auch was taugt. Wahrscheinlich ja nicht. Bislang sieht es ja nicht so gut aus mit den Waffen. Also vergleichen wir direkt mal mit der Axt. Die Axt hat jetzt im Moment einen Schaden von 162 plus 34. Also 196. Und wo ist das neue Schwert? Wahrscheinlich hier oben. Nee, dann vielleicht unten. Auch nicht. Dann vielleicht irgendwo. Das ist ja viel schlechter. Gut. Die Waffen haben ja immer, abgesehen von ihrem reinen Schadenswert, noch andere Vorzüge und Nachteile. Deswegen ist das natürlich ein bisschen merkwürdiger Vergleich, den ich da mache. Ja, Bonfire, vielen Dank. Das finde ich gut, weil das bedeutet, dass es offensichtlich hier mir so geht, dass ich ein bisschen genervt bin von der Sektion. Gut, da ruhen wir uns jetzt aber raus. Und jetzt, damit die Folge nicht ganz frustrierend mit quasi überhaupt keinem Fortschritt außer diesem gefundenen Ring und 3 neuen Metern endet, gehe ich mal hier noch um die Ecke. Tough enemy ahead, of course. Huch. Was ist das denn für ein Ding? Ja, das so finde, der Tough Enemy. Da kam man jetzt nicht so gut mit klar. Also, das ist ganz schön, das fand ich auch in Dark Souls 1 ganz schön, wenn man eine magische Waffe hat. Die ist jetzt natürlich schon wieder fast leer. Das ist ja diese blaue Balken oben unter meinem roten Balken. Das heißt, das müsste ich jetzt noch ordentlich aufleveln, damit das richtig praktisch nutzbar ist. Aber das hat schon große Vorteile, weil man damit viel, viel Unfug und Kummer sich ersparen kann. Von entfernten Gegnern. So, jetzt noch bitte nirgendwo runterfallen. Da unten ist natürlich in der Ecke wieder ein Goodie. Hier geht es runter. Okay.
dahin. Das heißt, wir kommen auch zurück. Das ist auch gut zu wissen. Und irgendwo hier japst was. Ja, noch so eine. Gut, gucken wir mal, wie das ohne magische Sprüche geht. Lustige Pointe zu meinem kleinen Vortrag. Es geht leichter ohne Zaubersprüche. Und schon wieder ein Item, von dem ich nicht weiß, was es tut. Davon gibt es in diesem Spiel eine Menge. Heavy Gem, Sharp Gem, Infused to create Sharp Weapon, to create Heavy Weapon, Soul Transposed Weapon, Undo Weapon Infusion. Okay, das ist der Shriving Stone. Weapon Infusion übrigens, das habe ich auch auf Kamera gemacht. Wir haben ja einen Transposing Kiln gefunden in einer der letzten Folgen. Den habe ich bei dem auf einem der Throne sitzenden NPC, also computergesteuerten Figur, abgegeben und diese computergesteuerte Figur kann jetzt Waffen transposen auf offensichtlich sehr, sehr viele verschiedene Weise. Wir haben noch nicht so richtig gesehen, was der für eine Attacke hat, außer diesem Sprung. Das kann natürlich nur noch angenehm überraschen werden. Wenn der mal, ja genau, ich habe mir das vorgestellt. Okay. Geht aber. Ein Loch, in das wir offensichtlich irgendwann aber auch runter müssen. Da hinten glänzt schon wieder was. Aber hier geht es nicht runter. Soweit ich das sehen kann. Ist ein bisschen schlecht zu erkennen gerade. Aber sieht nicht so aus, als gäbe es da eine Plattform irgendwo, auf die man springen kann. Das ist ja auch oft so, dass Leute, die Speedruns machen, dann von bestimmten Stellen springen, die man eigentlich, wo man eigentlich denkt, die kann man nicht überleben und dann landen sie auf einem vorspringenden Stein, den man von oben gar nicht sehen kann. Das wird sicher irgendwann, wenn ich mit dem Spiel durch bin. Oh. Das ist drei von denen? Nee, das ist ein. Doch, das sind drei von denen, das ist noch einer. Das ist natürlich ein bisschen viel. Einem werden wir ja fertig, aber wir probieren was passiert, wenn man die Waffe 2 nicht betreibt. Das bringt gar nicht so viel. Mhm. Dann machen wir das auch nicht. Huch, was ist der denn da? Das sieht nicht gut aus. Also es sieht gut aus, aber es ist bestimmt nicht gut. Wir möchten nicht von violettem Nebel. Gib Ruhe! Gib Ruhe, du Schreihals. Gut, ich glaube, der Chloranthy Ring macht sich sehr angenehm bemerkbar gerade, weil jetzt tatsächlich die Stamina-Basis so schnell auffällt, dass ich nicht mehr immer sekundenlang nicht mehr angreifen kann. Man sieht hier, es ist sehr dunkel hier. Man sieht, ich habe natürlich ein bisschen das Problem, dass ich hier in ein Licht so halb gucke, aber man sieht hier wirklich nur sehr, sehr schlecht. Ich glaube auch, hier geht es nicht weiter. Visions of Ring. Wir müssen sowieso springen, wie es aussieht. Aber vielleicht nicht gerade da. Ach so, der ist gar nicht da, sondern. Gut, also da müssen wir auf jeden Fall runterspringen. Und die Frage ist natürlich, wie man jetzt da drüben an diesen Ring kommt. Therefore try jumping off. Puh. Sehe ich jetzt nicht vielleicht von da oben später dann? Oh,
Von hier hinten vielleicht auch. Das ist aber auch gar kein Ring. Was war das denn? Ja, also das ist offensichtlich ein Prinzip in diesem Spiel, dass die Gegner alle nicht einmal oder zweimal zuschlagen, wenn sie angreifen, sondern drei oder viermal in direkter Folge. Das heißt, wenn man vom ersten Spiel noch gewohnt ist, dass man ein oder zwei Attacken blockt und dann direkt zum Gegenangriff übergeht, dann wird man hier massakriert. Und das darüber hinausgehende Problem ist natürlich, dass ich gar nicht weiß, ob ich genug Stamina habe, um vier Attacken in Folge überhaupt zu blocken. Vielleicht ist die bessere Strategie, zurückzuweichen. Ja, das war jetzt vom Timing ganz gut. Und das andere, was ich im ersten Spiel auch nie richtig gelernt habe, ist natürlich parieren. Das gibt es ja auch noch. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Das wird vielleicht mal versucht wert. Immerhin schon mal verstanden, dass während die ihre Flügel auspacken, sie verwundbar sind. Das ist ja nicht mehr interessant zu wissen. Das heißt, wenn wir die beiden, die jetzt hier hocken, direkt hier stunlocken. Sehr verwirrend wieder. Danke, Kamera. Was ist denn los? Das ist ein Chaos! Also diese Kamera beim, wenn mehrere Gegner auf einmal kommen, ist nicht ideal. Möchte ich mal vorsichtig formulieren. Was kostet das hier? Eieiei. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist, was der da mit seinem violetten Zeug abruft, aber es ist vermutlich nichts Gutes. Hör auf mit dem Quatsch. Okay. Gut. Immerhin gibt der Blutfleck uns jetzt einen Hinweis darauf, dass das tatsächlich die Stelle ist, an der dieses shiny Item war. Dann weiß ich nicht, von welchem Ring die Nachricht da oben spricht. Vielleicht erstmal die Seelen holen. Wie wäre das? Also das ist aber ganz lustig designt, weil er so harmlos hier ankommt. Und einen dann einfach rund um Boden haut. Drei, vier. Ah, die vierte ist aber schlimm. Und dann direkt noch einen. Na klar. Das ist jetzt nicht wahr. Was ist das denn? Gut. Also, das mache ich jetzt noch einmal. Und dann ist es mit dieser frustrierenden Folge auch gut für heute. Obwohl natürlich... Jetzt habe ich ganz viel über Seneca geredet. Und dabei letztlich den Stoizismus, der hier eigentlich der Gegenstand sein sollte, und meine eigene Ausbildung ein bisschen vernachlässigt. Weil ja das genau das ist, für was ich das mache. Diese frustrierenden Spielelemente sind ja genau das Problem, für das die Stoic Challenge gedacht ist. Aber wie gesagt, es ist eine besondere Herausforderung, diesen frustrierenden Quatsch, für den ich glaube, ich nichts mache. Einfach nur, um wieder an derselben Stelle zu sterben. Ist das ein Wahnsinn!
Also ich muss, glaube ich, dieses automatische. Das Problem ist gar nicht so sehr die Kamera, sondern das Automat. Noch einer! Eieiei. Sondern das Locking. Also sobald man einen Gegner gelockt hat, das heißt dieser weiße Punkt da drauf erscheint, fokussiert sich ja die Kamera automatisch auf diesen Gegner. Und wenn das mehrere Gegner sind, dann springt das von Gegner zu Gegner und dann kriegt man dieses hysterische Kameragewackel. Hysterisch ist ein Wort, das ich eigentlich nicht benutzen möchte. Dann kriegt man dieses aufgeregte Kameragewackel. Und weiß schlichtweg nicht mehr, was man sich gerade anguckt. Was man da gerade sieht. Okay, ich gehe jetzt mal hier lang. In der Hoffnung, dass da weniger Blödsinn passiert. Hört sich jetzt nicht noch weniger Blödsinn an. Und all diese Gegner machen irgendwelche Statusbars voll. Verschiedene. Ich glaube, die rote ist ja... Huch, was macht der denn? Ach, deswegen werden das immer mehr... Ach, du Scheiße. Das ist ein Summoner. Okay. Du lieber Gott. Gut, wir haben es gelernt. Das heißt, der muss auf jeden Fall als erstes weg. Offensichtlich können die nicht nur blaue Giftwolken ausspucken, sondern auch welche von diesen geflügelten Monstern herbeizaubern, herbeirufen. Ist ja auch egal, was der Mechanismus ist. So, jetzt ist der Clip auch ausgelaufen, deswegen ist jetzt wieder ein kleiner Sprung gewesen. Ich würde sagen, damit das einen befriedigenden Abschluss hat, sehe ich zu, dass ich meine Seelen wiederbekomme. Ich habe sie auch zum wiederholten Mal in dieser Folge nicht und ich kriege sie nicht, aber ich werde es versuchen. Und dann beenden wir das für heute. Ich bin nicht ganz sicher, ich finde, dass dieser... Plan hier eine Geschichtslektion und so ein bisschen Gespräch über Seneca draus zu machen, ob das aufgegangen ist. Ich habe schlechter gespielt, glaube ich, dadurch. Und ich weiß nicht, ob mein Gefasel über Seneca und römische Geschichte irgendwas Nützliches beigetragen hat, weil da kenne ich mich ja einfach auch nicht aus. Das ist ja, hat man ja auch gemerkt, alles aus Wikipedia angelesen. Okay, ich hole mir einfach nur die Seelen und beende das dann an der Stelle, beziehungsweise mache vielleicht mit der nächsten Folge weiter, weil das jetzt auch für mich ein bisschen frustrierend ist, hier einfach aufzugeben. Aber diese Folge endet hier. Danke fürs Zuschauen. Stoic Challenge Nummer 9. Mit wenig Fortschritt, aber jetzt auch immerhin zum Schluss dann doch noch ein bisschen Fortschritt, wenigstens. Mal sehen, ob es in 10 ein bisschen besser vorangeht. Die Gegner werden deutlich härter, deswegen ich bin ein bisschen skeptisch. Es kann sein, dass das Tempo jetzt eher ein bisschen langsamer wird. Aber mal sehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.